natürlich auch die doppelte Zeit haben zur Erwiderung. Das Wort hat der Kollege Fricke zu einer Kurzintervention. Herr Kollege Wadepohl, da ich wenig von dem Spruch halte, suche nach dem Schuldigen, das ist so typisch deutsch, sondern ich glaube, im Parlament muss man nach Lösungen suchen, will ich zwei Dinge festhalten. Erstens, Sie haben mich richtig zitiert, weil ich ja nun lange schon Haushalt mache und ich deswegen auch sage, das ist so an der Stelle, so sind die Zahlen und so sind die Fakten und jeder, der hier im Raum ist, kann sich ja mal fragen, wie er abgestimmt ist. Zweitens, ich möchte Sie darauf hinweisen, ich weiß nicht, ob es Ihnen entgangen ist oder ob das im Teil der Rede so war, der Finanzminister hat ausdrücklich gesagt, was in den letzten 15 Jahren war. Er hat ganz bewusst nicht gesagt, was seit 2013 hier passiert ist, um auch hier noch mal deutlich zu machen, wo meine Fraktion hin will, nämlich in dieser wichtigen Zeit, dort, wo wir eben keine Zweidrittelmehrheit haben, zu einem gemeinsamen Ergebnis, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Deswegen zweitens habe ich eine Bitte um Antwort. Wenn Sie sagen, mit Ihnen hat niemand gesprochen, okay, dann müssen wir gucken, dass wir sprechen. Ich freue mich auch, wenn ich mit meinem Kollegen Haase, haushaltspolitischer Sprecher, dann an der Stelle spreche. Für mich ist nur eines bisher nicht ganz klar gewesen. Ich dachte, gesprochen wird bei Ihnen alleine auf der Ebene des Fraktionsvorsitzenden mit der Regierung. Wenn ich jetzt von Ihnen höre, dass Sie sagen, nein, wir können auch hier im Parlament klein in Details reden, dann bin ich dazu als Parlamentarier, und bin ich mir sicher, sind wir alle auch dazu gerne bereit. Ich hatte es bisher anders verstanden. Das mag ja ein Irrtum meinerseits sein. Das sage ich ganz deutlich. Und wenn ich den Fraktionsvorsitzenden sehe, dann höre ich jetzt, dass wir hier auch an anderen Stellen gerne da auch verhandeln können. Dann kommt aber etwas Zweites dazu, und das will ich dann auch deutlich sagen. Wenn wir Parlamentarier versuchen, Mehrheiten zu finden, und ich verhandle jetzt mit Ihnen oder mit meinem Pendant auf Haushaltsebene, verhandle ich dann mit der gesamten Fraktion, da hätte ich gerne eine Antwort, oder verhandle ich nur mit dem Teil, der den Teil ersetzt, wie wir es von Fraktionsvorsitzenden gehört haben, der reicht, um die Mehrheiten zu erreichen. Wenn, dann möchte ich mit der gesamten CDU-CSU-Fraktion ein Ergebnis haben, einen Kompromiss, der im Endeffekt heißt ein gegenseitiges Nachgeben entsprechend von Kräften, Kräfteverhältnissen und Vernunft. Danke. Sie haben das Wort zur Erwiderung auf beide Kurz